Wusstet ihr, dass ihr in PowerPoint Befehle ganz einfach wiederholen könnt? Das ist super hilfreich, vor allem wenn ihr Befehle ausübt, die sehr weit entfernt sind, sage ich mal. Wenn wir zum Beispiel diese Kästchen hier linksbündig anordnen wollen, müssen wir auf Start gehen, anordnen, ausrichten und linksbündig. Das sind 4 Klicks. 4 Klicks, die wir uns sparen können, wenn wir jetzt diese Textboxen ebenfalls linksbündig anordnen wollen. Jetzt können wir einfach STRG und Y klicken. Ebenso hier bei den blauen Kästchen drücken wir STRG und Y und wiederholen den letzten Befehl, den wir ausgeübt haben. So auch bei den Textboxen STRG und Y. Hierbei ist wichtig, dass nur der letzte ausgeübte Befehl wiederholt wird. Wenn wir zum Beispiel diese Frau hier mit dem Kasten verschmelzen wollen, müssen wir das Bild markieren, hinter den Kasten legen, den Kasten markieren, auf Formformat gehen, Formen zusammenführen und die Schnittmenge bilden. Wenn wir jetzt diese Dame hier hinter den Kasten legen und das gleiche machen wollen und STRG Y klicken, dann ist der letzte Befehl quasi die Bewegung des Bildes. Das heißt, wir sollten an dieser Stelle zuerst die Bilder uns zurechtlegen. So, so, so und so. Und danach das erste mit dem Kasten verschmelzen, gehen auf Form, Format und wählen den Befehl aus, der sich ziemlich weit weg befindet, Schnittmenge bilden. Und dann markieren wir die nächsten Bilder, drücken STRG und Y und haben uns eine Menge Zeit gespart. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass gerne ein Like und falls du weitere solcher Videos sehen willst, abonniere gerne unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Ralf.